Was geht ab? Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und heute einfach mal FIFA World Cup Russland 2018 Teil 2. Ich bin sehr gehypt heute gegen Serbien im Achtelfinale. Auf deiner Bank befindet sich ein nicht einsatzbarer Spieler, eine Option. Dann gehen wir in eine Runde und dann sehen wir uns gleich gegen Serbien. So Leute, Aufstellung ist fertig und dann gehen wir jetzt rein. Ihr darf heute so weitergehen. Okay, ne? Leute, es das geht los. So ich bin so gehypt, ne? Serbuschi, so ein Achtelfinale. Ha, da gelten immer andere Regeln, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Werner! Ja. So, geht ja, Leute, los hier. 1, frühes 2, Tor, 0, das wird ja, interessant na. Hier. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sané ist so schnell, ne? Er spielt den Verteidiger aus. Gnabry. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Gnabry. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, darf ich. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. Zwei Sané. Minuten gibt er den Teams noch. Werner. Kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jaic. Das WM-Viertelfinale winkt und wahrnehmbar. Zweiten Hälfte. Knappe Führung zur Pause. Zweite Hälfte. Gutes Polen Spiel bislang, dieses Belgien. WM-Achtelfinale. Und jetzt geht's weiter. Anpfiff zur zweiten Hälfte, die mit Sicherheit hochinteressant wird. Aus meiner Sicht bisher wirklich ein schönes Fußballspiel. Mal gucken, wie es weitergeht. So, Digga, ich hab schon gedacht, der geht rein. Ich hab's einfach gewusst, der geht rein. Adem Ljajic. Abgefangen, gut gemacht. Gnabry. Ich will, dass Gnabry ein Tor schießt. Der Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Halt doch ab. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Und damit sind sie am Ball. Ey, pfeif ab. Pfeif ab, Kollege. Super dazwischen gegangen. Ey, Kollege. Danke. Aus, vorbei. Das Viertelfinale, Spiel Leute, Ende. Und wir sehen uns gleich. So, Leute, hier nochmal die Tabelle. Ich muss gegen Belgien. Frankreich gegen Brasilien, nicht gegen Belgien. Das ist unfair. WM 2018, liebe Zuschauer, Wolf, Fuß und so, Leute, es geht Sie los. Die erste Hälfte. Wir müssen jetzt so aufeinandertreffen. So und jetzt schaut die ganze Welt zu. Jetzt safe ist die ganze spielen. Welt die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Sie spielen komm, heute komm. Müller. Thomas Müller. So wünschen wir uns das. Frühes Tor Müller, in dieser Partie. Müller ist es einfach. Boom. So, es geht weiter. Und nun Mertens. Das könnte die Chance werden. Oh. Zu viel Einsatz von Hummels gibt Freistoß. Okay, ja, das ist jetzt wirklich ein Problem. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall nachdenken. Schießt er ihn rein? Hey, der Segenmaschine! Es gibt Ecke, vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich. Ecke de Bruyne. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Wie häufig der Nationalspieler verletzt ist und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Hey. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Jetzt vielleicht. Ja, ja. Hast du recht? Ja, Werner. Bester Mann. Danke, Werner. Nein. Nein. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Situation. Das ist kein völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten. Oh nein, das kann man hier klar es war sehen. Abseits. Nein. 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 Nein, warum? Klasse Aktion, Ball ist weg. Reus vielleicht mit einer Idee. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Regulär. Wechsel bei den Belgiern.
Groß mit der Hereingabe. Boateng! Oh. Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Tür, aber sie bleiben Heute hat tatsächlich ein Treffer zum Sieg gereicht. 1:0 der Endstand. Ja! Sie haben es gepackt! Im Halbfinale! Zu den besten vier Mannschaften. Ob sie damit gerechnet haben, auf jeden Fall ist das ins Halbfinale! Ey Leute, wenn ihr genauso gehypert wie ich und wenn ihr jetzt auf den dritten Part und das ist auf den letzten Part wartet, es ist jetzt das Ende vom Video, das muss ich noch schneiden und dann hochladen, es fuckt einfach nur noch ab. Also, ihr werdet es ja sehen, wenn ich es hochgeladen habe, dann ist es schon geschnitten. Ihr wisst es ja eigentlich früher als ich. Also Leute, Thomas Müller ist hier der wichtigste Spieler bei uns im Team. Das wäre hier sogar noch ein Elfmeterschießen gewesen, da hätte ich sogar, glaube ich, noch verloren. Also ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann wartet ihr auf den dritten und letzten Teil, der morgen kommt. Ciao, Leute. Küsschen und Küsschen.